Ja, vielen Dank, Herr Gillmann. Das Deutsch-Amerikanische Institut ist immer ein Puls der Zeit und greift interessante Themen auf. Und ich denke, gerade das Thema Prostitution hat wirklich die Republik sehr stark beschäftigt in den letzten Monaten, letzten ein, zwei Jahren. Sie wissen, es steht an der Novellierung des alten Prostitutionsgesetzes von 2002. Man zeigt Eile bei den zuständigen Parteien, man möchte das bald reformieren. Es gibt schon verschiedene Eckpunkte, aber es ist vieles noch nicht geklärt und ich glaube, die Veranstaltung heute Abend soll einige dazu beitragen, dass man informiert wird, dass man an das Thema sachlich rangeht. Ich sage auch nochmal beim Thema Prostitution, ist es wichtig, dass man mal auch unterschiedliche Meinungen aushält und unterschiedliche Werthaltungen. Und ich glaube, die Veranstaltung kann bestens dazu geeignet sein, dieses Ziel zu erreichen. Ich freue mich wirklich auch, dass man sehr, sehr kompetente Politikerinnen und Vertreterinnen und Experten hier auf dem Podium haben. Und ich darf ganz kurz vorstellen, links an meiner Seite Frau Dr. Franziska Brandner. Kurzprofil, sie war im Europaparlament 4 Jahre, wohnt hier in Heidelberg. Ist für die Grüne im Bundestag, hat auch schon auf europäischer Ebene mit dem Thema zu tun gehabt, hat da glaube ich auch dezidiert ihre Meinung, wenn es darum geht, dass überhaupt mal EU-Richtlinien hier in Deutschland umgesetzt werden sollen. Und nochmal herzlich willkommen, Frau Brandner, das ist ja den kürzesten Weg, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Sie hier sind. Gut, ich mache mal vielleicht gleich links an der Seite eine sehr, sehr geschätzte Kollegin, die einen sehr weiten Weg hat von Berlin. Sie arbeitet an der Universität dort. Sie hat verschiedene Forschungsprojekte durchgeführt zum Thema Prostitution, unter anderem in Frankfurt. Ich habe selbst schon ein Projekt von ihr in Berlin besucht, wo es darum geht, Bewohner in einem Stadtteil mit dem Thema Straßenstrich und deren Auswirkungen ein Stück weit kompatibel zu machen oder Verständnis füreinander zu zeigen. Forschung ist in dem Bereich sehr wichtig. Man spricht viel über Prostitution, aber auch richtig gesicherte Erkenntnisse gibt es manchmal relativ wenig und vielleicht kann Frau Hohe einfach uns heute Abend auch etwas zur Forschungslage und zu verschiedenen Projekten, die es auf Bundesebene gibt, uns Auskunft geben. Herzlich willkommen, Frau Hohe. Ja, rechts von mir, Frau Dr. Dorothee Schlegel. Ich habe ein bisschen recherchiert, sie ist Gemeindediakonin, in Gemeindediakonie studiert. Er hat auch einen sehr interessanten Berufsweg hinter sich. Sie ist Mitglied im Bundestag bei der SPD. Sie ist im federführenden Ausschuss, der für das Prostitutionsgesetz, Prostitutionsschutzgesetz, wie es übrigens genannt wird, in diesem Ausschuss. Hat auch hier mit ihren Kolleginnen viel zu tun. Ich denke, auch innerhalb ihrer Partei gibt es sicherlich nicht nur eine Meinung zu dem Thema, sondern auch die ganze breite Palette zu dem Thema. Ich bin gespannt, was Sie auch als Regierungspartei zu dem Thema heute Abend sagen werden. Und neben 2 Bundestagsabgeordneten haben wir auch einen aus dem Landtag Rheinland-Pfalz, Frau Schneid. Wir haben uns auch schon kennengelernt bei einer Expertenanhörung. Sie haben das Modellprojekt in Mannheim sich angeschaut. Amalie, in Rheinland-Pfalz ist es übrigens so, es gibt sehr unterschiedliche Beratungsnetze in Deutschland. Baden-Württemberg ist noch relativ gut dran. In Rheinland-Pfalz gibt es eigentlich nur eine richtige Beratungsstelle in Koblenz und eine vom Gesundheitsamt in Trier. Und Frau Schneid setzt sich sehr dafür ein, das Beratungsstellennetz dort auszubauen und macht es, glaube ich, auch fraktionsübergreifend mit ihren Kolleginnen im Landtag. Also, Sie merken, wir haben sehr, sehr viel Kompetenz hier in dieser Runde. Und ich habe so ein bisschen als Moderator, der selber auch schon seit Jahren in diesem Thema drin ist, versucht, den Podiumsteilnehmern hier verschiedene Fragen zukommen zu lassen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz das gucken. Und zwar 4 Fragen und habe Sie gebeten, einfach ein bisschen Stellung zu beziehen in einem Statement von circa 3 bis 5 Minuten. Und zwar, Prostitution hat auch viel mit Positionen und Werthaltung zu tun. Und die erste Frage war, welche Position und Haltung haben Sie zum Thema Prostitution?
zurzeit frage, ist es sehr wichtig, in welchem Kontext, dass Sie hier stehen zu diesem Thema, in welcher Form sind Sie fachlich und beruflich mit dem Thema konfrontiert? Die dritte Frage, wie groß schätzen Sie denn überhaupt die Problematik in Deutschland ein? Ist es ein großes Problem, mittleres, kleineres? Es gibt ja viele Themen, die dieses Thema umtreibt, und ich glaube, es ist auch eng vernetzt mit anderen Themen, zum Beispiel mit dem Thema Zuwanderung. Und viertens, welche gesicherten Erkenntnisse über Prostitution halten Sie für die heutige Veranstaltung von Bedeutung? Das sind die vier Einstiegsfragen, die ich Sie gebeten habe, ein kurzes Statement abzugeben, und dann freue ich mich auf eine spannende Diskussion mit Ihnen und uns gemeinsam mit dem Ziel, dass wir hoffentlich besser informiert sind über dieses komplexe Thema. Gut, dann dürfte ich Sie bitten, Frau Dr. Brandner, Sie vielleicht mal einsteigen. Ja, guten Abend auch von meiner Seite, und für die Heidelberger wirklich eine Entscheidung, heute Abend hier zu sein und nicht bei Enjoy Jazz. Danke. Ich arbeite jetzt wirklich um vier Fragen ab. Ja. Ich versuche das so knapp wie möglich zu machen. Die erste Frage ist, wie sehen Sie, was Ihre generelle Haltung zu Prostitution? Meine Haltung ist, dass ich einerseits sage, es ist eben nicht ein Job wie jeder andere, es ist auch nicht eine Dienstleistung oder ein Produkt wie jeder andere, aber ich finde auch nicht, dass man es verbieten soll, dass man es kriminalisieren soll, wie zum Beispiel in Schweden. Und ich bin der Meinung, dass man wirklich eben in Deutschland Probleme hat. Ich finde, die muss man auch anerkennen. Es ist nicht so, als ob da alles rosig wäre. Vorhin, Herr Gielmann hat es erwähnt, das ist meistens in Schwarz und Weiß, entweder ist alles gut oder alles schlecht. Ich glaube, dass der Graubereich der größte ist und dass es um den auch wirklich stark gehen muss, dass man eben dort einerseits die Rechte derjenigen stärkt, die dort ausgebeutet werden, und andererseits eben auch die Ausbeutung derer, also sozusagen die Ausbeutung wirklich bekämpft und dort jetzt auch ansetzen muss in Deutschland. Also von daher, ich halte immer wenig davon, wenn man sagt, entweder ist alles gut, alles schlecht, sondern anerkennen, dass es Probleme gibt. Ich wäre nicht der Meinung, dass man eben dazu kommen muss, dass man Prostitution verbietet. Zu der Frage, wie ich persönlich zu dem Thema gekommen bin, schon relativ lange. Ich habe, bevor ich in die Politik gegangen bin, für Frauenrechtsorganisationen gearbeitet und auch für, damals hieß es noch UNIFEM, jetzt heißt es UN Women, die UN-Frauenrechtsorganisation, und habe viel mit jungen Frauen aus osteuropäischen ehemaligen Sowjetstaaten zu tun. Ich habe unter anderem mit einer Organisation, das TADA heißt die, die sozusagen diese Menschenhandelproblematik bearbeiten, auch eben aus den in den Ländern, wo die Frauen ja auch häufig herkommen. Und ich habe damals sehr viel mit denen gemacht und versucht, eben die Verbindung auch herzustellen zu unseren Ländern bei uns. Und da ist es mein persönlicher Kontext und habe eigentlich damit immer weitergearbeitet. Ich habe in dem Mannheimer Projekt viel sozusagen bei uns auch intern innerhalb der Grünen haben wir da viel gemacht, um diese Beratungsstelle auch loszutreten, mit zu initiieren, eine Problematik uns angeschaut. Von daher, und jetzt sitze ich in dem gleichen Ausschuss wie Frau Schlegel. Von daher diskutieren wir dort die Themen eben jetzt dann ganz konkret. Und was Sie dann auch gefragt haben, wie groß die Problematik einschätzt, darauf bin ich schon ein bisschen eingegangen. Und die letzte Frage, was sind denn wirklich die Erkenntnisse, die gesicherten Erkenntnisse? Wir haben jetzt das ganz große Problem, dass wir eben so gut wie keine gesicherten Datenlagen haben. Das kann jeder behaupten, finde ich, sozusagen, oder relativ stark ein bisschen über die Zahlen. Wir haben eigentlich keine genauen Zahlen. Wir fragen die auf allen Ebenen immer wieder ab. Es gibt keine wirklich guten Zahlen. In Baden-Württemberg gab es eine Anfrage, die kam aus dem Sozialministerium, finde ich, eine relativ gute Antwort. Über die Conclusio kann man sich da wieder streiten, aber ich glaube, so eine richtig gute Erhebung, dass wir wirklich wissen, in Deutschland zumindest, was ist denn der Sachstand, ist schwierig. Das finde ich, mir muss man auch erheben, und eben um bessere Erkenntnisse zu haben. Auch in anderen Ländern, in denen es ja Veränderungen gab und gibt, ist die Erhebungslage nicht wesentlich besser, auch in Schweden zum Beispiel nicht, was ein extrem großes Problem ist, weil man ansonsten ja vielleicht mal vergleichen könnte, vorher, nachher. Aber auch dort ist eben einfach die Datenlage nicht gut genug. Von daher mit gesicherten Ergebnissen. Es gibt so Studien, da werden Sie wahrscheinlich was von erzählen,
Da kann man viel daraus lernen, aber die ganz große Datenlage gibt es einfach nicht. Von daher finde ich das immer schwierig einzuschätzen. Und am Ende hängt es viel davon ab, glaube ich, auch aus welcher Region man in Deutschland kommt, welches Umfeld man kennt, welche Situation man vor Ort hat. Das kann eben auch innerhalb Deutschland ist das sehr unterschiedlich. Ich kenne eher die Problematik. Hier bei uns manchmal Ludwigshafen, Jungbusch, alles was, ja, so, das ist halt unser Umfeld hier, das prägt mit. Und dann hat jeder nochmal ein anderes, ja, so war vielleicht für die erste Runde und gerne nachher zu den kritischen Diskussionen zu kommen. Vielen Dank, ich möchte mal übergehen zu Ihnen, Frau Schneid. Blick aus dem Land Rheinland-Pfalz, aber mit Sicherheit auch mit Blick für Bundespolitik, denn die CDU ist ja Regierungspartei und will das Gesetz mit der SPD gemeinsam. Wie ist Ihre Position zur Prostitution? Ja, danke schön, sehr geehrte Damen und Herren. Auch ich habe mich so ein bisschen an den Fragen entlang. Also, dass in unserem Land jährlich tausende Menschen Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution werden, ist nicht nur Thema von Medien und Bevölkerung, sondern es muss auch politisches Thema sein. Und zwar auf allen Ebenen, also auf Bundesebene, auf Länderebene und aber auch vor Ort in der Kommune, weil die Kommune muss auch ihren Teil dazu beitragen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir jetzt gesetzliche Veränderungen herbeiführen, um einfach die gesetzlichen Rahmenbedingungen dahingehend zu verändern, dass wir mehr Kontrolle und Rechtsstaatlichkeit anbieten können, aber auch eben mehr Hilfe und Unterstützung für die Betroffenen. Meine persönliche Position ist auch eher die, dass ich denke, mit einem Verbot können wir diese gesamte Problematik und dieses gesamte vielschichtige Thema nicht lösen, aber wir müssen halt gesetzliche Rahmenbedingungen geben, um die Bedingungen der einzelnen Personen tatsächlich auch zu verbessern. Und ich glaube, es ist wirklich ein Wertethema. Das heißt, man ist da natürlich auch immer persönlich sehr stark mit der eigenen Meinung mit dabei. Welchen Bezug habe ich dazu? Im Prinzip ist es so, ich bin im Landtag im Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung. Das ist genau der Ausschuss, der eben sich mit Frauenthemen beschäftigt. Und dann bin ich über einen lieben Bekannten eben auch mit der Beratungsstelle Mannheim, Amalie, in Verbindung, in Kontakt gekommen. Und eigentlich war es auch mit die gute Arbeit dieser Beratungsstelle, die uns dann oder die mich dann motiviert hat, mit den Kollegen zusammen einen Antrag zu stellen. Dieser Antrag war so ernüchternd von der Sachlage, denn eben es waren keine gesicherten Daten da und es war eben auch eine recht große Zurückhaltung auch, überhaupt sich mit dem Thema befassen zu wollen, dass wir dann parteiübergreifend eben diese Expertenanhörung hatten. Die war hochkarätig besetzt meines Erachtens, sie war hochgebracht. Dann ist Wetterweise auch dabei und die hat so die gesamte, das gesamte Spektrum, also ganz, ganz viele Facetten der Prostitution auch dargelegt und insofern hat sie natürlich auch unseren Blick geweitet auf dieses Thema. Und dass es eben nicht nur, wie gesagt, schwarz oder weiß gibt, sondern ganz, ganz viele Nuancen davon, auf die man natürlich auch irgendwie im Gesetz dann vielleicht drauf eingehen sollte. Vielleicht nochmal so ganz konkret vor dem Hintergrund, und es hat so die Anhörung in Rheinland-Pfalz ergeben, dass eben die Polizei zu wenig Möglichkeiten hat, um einzuschreiten und auch das Vertrauen oder auch die Aussagebereitschaft von Opfern nicht unbedingt so groß ist, vor dem Hintergrund, dass es zu wenig Beratungsstellen gibt. Ich spreche jetzt auch explizit von Rheinland-Pfalz, die tatsächlich gut vertrauensvoll beraten und auch Ausstiegsmöglichkeiten bieten. Vor dem Hintergrund, dass eben ganz, ganz wenig Prostituierte überhaupt sozialversichert sind, beziehungsweise auch die Gesundheitsuntersuchungen, die möglich wären, nicht wahrnehmen oder nicht wahrnehmen können. Und auch vor dem Hintergrund, dass man diesen Begriff Freiwilligkeit auf ganz, ganz viele Arten definieren kann, ist es für mich ein ganz wichtiges Thema. Also für mich ist es die Prostitution wirklich ein ganz wichtiges Thema, was auch dringend gelöst werden soll und gelöst werden muss. Ja, vielleicht noch ein kurzer Satz. Auswirkungen, die EU-Osterweiterung hat für uns in Rheinland-Pfalz schon Auswirkungen, das muss man schon sagen. Die machen sich meistens deutlich eben in der Armutsprostitution und meistens dann halt auch auf
in der Straßenprostitution. Und die Auswirkungen der Verbote bzw. Bestrafung der Freier in unseren EU-Nachbarländern, auch das macht sich deutlich. Also wenn ich jetzt Beispiel Trier sehe, da ist natürlich der Strom der französischen Männer doch gravierend höher geworden. Ja, also ganz, ganz wichtiges Thema. Ich bin froh, dass es ein Eckpunktepapier gibt, aber es wird wahrscheinlich um jede einzelne Position gerungen werden müssen und deswegen bleibt es ein langer Prozess wahrscheinlich noch. Dankeschön. Ich übergebe Ihnen das Wort, Frau Schlegel. Sie sehen ein gutes Teil. Sie kriegen natürlich die ganzen Diskussionen ganz eng mit, wie es gerade in Berlin diskutiert wird. Ich bin gespannt, wie Ihre Position ist zur Prostitution. Ja, ich danke erstmal recht herzlich für die Einladung nach hierher und freue mich auch nachher das eine oder andere von Ihnen zu erfahren, weil ich denke jetzt mal, Regierungshandeln heißt nicht, wir sind da irgendwo in einer Enklave, sondern auch immer wieder auf den Diskurs angewiesen, auch jetzt im Austausch hier oben auf dem Podium. Die erste Frage, ja, welche Haltung habe ich gegenüber Prostitution? Gehe mal einfach knallhart rein, es ist ein Wirtschaftsfaktor, es ist ein riesengroßer Markt und ich denke, wir tun uns nichts Gutes dabei, wenn wir einfach so euphemistisch, schönrednerisch vom ältesten Gewerbe der Welt reden. Frau Brandner hat es vorher schon auch mal angesprochen, ist es ein Beruf oder ist es nicht ein Beruf oder was ist es eigentlich? Und wenn man dann so diese Bandbreite auch zwischen legaler, freiwilliger Prostitution und Zwangsprostitution und dann auch noch das Thema Menschenhandel mit verknüpft, weil das ja fließende Übergänge sind, von denen wir genauso wenig genaueres wissen, wo vieles im Graubereich ist. Dann ist eben die zusätzliche Frage noch, wer profitiert letztendlich von diesem großen Wirtschaftsfaktor? Das hat sicher auch Auswirkungen auf die Gesetzgebung. Meine zweite Stellungnahme dazu ist auch, dass wir bei der Gesetzgebung, und da habe ich mich jetzt als nicht einsame Uferin stark gemacht, immer wieder auch drauf zu gucken, wenn wir Gesetze machen, dass wir auch, so wie Frau Schneides vorher gesagt hat, immer wieder drauf gucken, inwieweit sind Gesetze tatsächlich für Frauen und für Männer gleichermaßen geeignet und wir folgen hier nicht irgendwelchen möglichen strukturellen Diskriminierungen, die dann zulasten der Frauen, in dem Fall eben auch vieler Prostituierten, gehen. Die Dunkelziffer ist ja auch schon angesprochen worden, dass wir halt einfach auch in vielen Bereichen, ob es Zahlen, also empirische Daten anbelangt oder auch diese Abgrenzung, wo fängt freiwillige Prostitution an und wo fängt sozusagen auch der Zwang an, ist Armutsprostitution eine Zwangsprostitution, da merke ich schon auch, dass wir da noch hart diskutieren müssen um Definitionen. Mir geht es auch noch darum, und ich denke, das muss nach der Verabschiedung dieses Prostitutionsgesetzes weitergehen. Mir geht es auch noch um einen Bewusstseinswandel, der aber ausgehend von der Gesellschaft weiter wandern muss. Denn ich denke mal, wir können nicht nur sagen, wir haben jetzt einige Gesetze geändert, sondern mir geht es auch um die Haltung in unserer Gesellschaft insgesamt zum Thema, wie gehen wir mit Frauen, wie gehen wir mit Männern um, sind Frauen oder sind Kinder oder sind auch Männer, die in der Prostitution arbeiten, Ware. Und ich würde mir wünschen, wenn wir es schaffen könnten, wie 1997 das Gesetz gegen die Vergewaltigung in der Ehe oder auch 2000 zum Kinderrecht auf gewaltfreie Erziehung einen größeren Wurf eben auch machen könnten als diese vielen wichtigen Dinge, die wir jetzt mit der Überarbeitung des Prostitutionsgebotes hinbekommen wollen. Warum ich involviert bin und warum ich auch gerne heute Abend hier sitze, ich bin also nicht nur im besagten Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, sondern auch Berichterstatterin für Gender und Gleichstellung im Ausschuss für europäische Angelegenheiten. Und Sie können sich denken, dass ich natürlich diesen Honeyball-Bericht, den die Mary Honeyball jetzt im Februar auch vorgelegt hat und der dann im EU-Parlament abgestimmt worden ist, dass ich den gelesen habe, dass mir da auch sehr viele Fragen gekommen sind in Richtung auch neu zu diskutieren im europäischen Kontext,
Frau Schneider hat es vorher angesprochen. Die Franzosen finden es natürlich toll, da komme ich natürlich auch schon zum dritten Punkt, finden es toll, dass Europa dass Deutschland zum Bordell Europas geworden ist. Aus Bayern weiß ich auch, dass die bayerische Polizei händeringend nach Lösungen sucht im deutsch-tschechischen Grenzbereich, dass deutlich geworden ist, dass Menschenhandel, illegale Prostitution und damit auch Prostitution insgesamt sehr deutlich zugenommen hat und man dem eigentlich auch nicht Herr oder Frau wird. Mein weit wichtigeres Thema, was ich gerne ansprechen möchte, was aber über den heutigen Abend rausgeht, ist, dass ich das Prostitutionsgesetz, zumindest das von 2002, an dem anderen arbeite ich mit, für mich im Widerspruch steht zum Grundgesetz Artikel 3, Satz 2 ganz genau, wo es einfach auch um die staatliche Schutzpflicht geht, wonach jegliche Form von Diskriminierung aktiv beendet werden muss, auch mit Hilfe des Staates. Und von daher gesehen wünsche ich mir noch stärker eben auch eine Diskussion darüber, inwieweit wir tatsächlich mit unserer Gesetzgebung dieser Diskriminierung auch entgegenwirken können. Da gibt es übrigens dazu eine Studie von 2010, die hat eine Kollegin von Ihnen, die Frau Professor Kugel aus Villingen-Schwenningen erstellt, die nachgewiesen hat, dass das derzeitige Prostitutionsgesetz eindeutig im Widerspruch zum Grundgesetz steht. Auch die Sozialministerin von Baden-Württemberg, die Katrin Altpeter, sagt, dass wir weitergehen müssen als das, was jetzt eben auch im Moment angedacht ist. Aber ich denke, selbst wenn wir jetzt eine erste Reform hinbekommen, heißt es nicht, dass das eine endgültige Reform sein muss, die dann nicht weitergehen kann. Zu den Problemen ist ja eigentlich schon gesagt worden, eben die große Dunkelziffer. Ich denke auch, selbst wenn es da schwedische Wege und norwegische Wege geht und französische und isländische Wege geht, die in Richtung auch Bestrafung, freier Bestrafung gehen, ich denke, wir müssen als Deutschland unseren Weg finden. Wir haben bisher den Weg eingeschlagen der Entkriminalisierung von Prostitution. Und ich denke, dass wir in dieser Gesetzeslage überlegen müssen, wo wir was verbieten wollen oder wo wir was gegensteuern müssen. Wen wir tatsächlich schützen wollen und wenn dann auch vor wem. Und zum vierten Punkt ist auch sehr stark schon angesprochen worden, wir brauchen gesicherte sowohl statistische, quantitative Erkenntnisse, aber ich meine, dass wir auch noch bessere qualitative Erkenntnisse brauchen, derer, die bisher noch viel zu wenig Stimme bekommen haben. Ich denke, diejenigen, denen etwas wichtig ist, nämlich eben so wenig wie möglich Verbote zu haben, die haben sich meines Erachtens schon sehr stark gemeldet. Was wir auch wissen, und diesen Zusammenhang können wir nachher gern auch nochmal diskutieren, ist das Gewaltthema, was natürlich im Bereich Prostitution immer wieder mit drin steckt. Aber ich lasse es einfach mal so stehen, das wird sicher nachher noch vertieft werden. Vielen Dank, eine gute Überleitung an Frau Hobe. Frau Hobe, Sie sind ja schon jahrelang, jahrzehntelang mit dem Thema beschäftigt. Es ist immer schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren in dem Team, wo so viel gestritten wird. Ja, manchmal schon, das stimmt schon. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich es vielleicht nochmal deutlich mache, also was mein Hintergrund ist, und das ist natürlich auch verflochten, also der berufliche, fachliche Hintergrund ist natürlich auch verflochten mit der persönlichen Haltung, die sich über die Auseinandersetzung mit dem Thema im Laufe der Jahre auch verändert hat. Ich bin Soziologin und habe als Fachreferentin in einer Art Frauenorganisation gearbeitet, wo es ursprünglich um illegalisierte Arbeitsmigration ging, und zwar im breitesten Feld, also das heißt vom Pflege, Haushalt, Heiratsmarkt bis eben hin zur Prostitution. Und über dieses Thema bin ich im Prinzip dann das erste Mal dem Thema oder dem Feld überhaupt Prostitution begegnet. Ich kam selber aus dem eigentlich eher migrationssoziologischen und auch dem Gender-Bereich, also das waren sind auch heute noch meine Schwerpunkte, und habe dann mich damit auseinandergesetzt oder auseinandersetzen müssen, auch, ich sag mal, mit diesem eigenen Bauch,
krummen Gefühl, auch diesem, wie sozusagen setze ich mich auseinander überhaupt mit Prostitution, wie begegne ich diesem Feld in der Organisation selbst, haben Frauen, ich hatte Kolleginnen aus Lateinamerika, aus Afrika und Osteuropa später, die eben auch in die einschlägigen Etablissements, Bordelle gegangen sind, klassische aufsuchende Sozialarbeit gemacht haben und wo auch eben Klientinnen da waren. Und wir hatten halt recht viele, die auch illegalisiert gearbeitet haben, weil eben nicht aus der EU, also auch recht unter verschärften Bedingungen zum Teil. Und ich war fast 10 Jahre in dem Bereich tätig und bin dann in die Forschung gewechselt, weil mir zu viele Fragen kamen. Also es war einfach mit ganz vielen Fragezeichen an vielen Stellen. Vor allem immer wieder die Frage mit der Nachfrage, was ist eigentlich mit den Kunden, warum gehen die zu Prostituierten, wieso ist überhaupt dieser Markt von Migrantinnen so nachgefragt. Und habe dann angefangen, wollte eine explorative Studie machen und habe dann versucht, Gelder dafür zu bekommen. Und es war schon ein erstes Erlebnis, überhaupt dafür Gelder zu bekommen, Kunden zu befragen nach Motivation, nach ihren Strukturen, warum, wieso, weshalb. Und nicht das Ganze unter einem Gewaltduktus und auch nicht das Ganze unter einem gesundheitlichen Aspekt, also von Hygiene und Ansteckung, sondern wirklich mal Kunden nach dem zu fragen, wie kommen sie dahin, wie kommen sie überhaupt dazu, Kunden zu sein, wie ist das. Und es war nicht ganz einfach, eine Finanzierung zu finden. Ich habe das dann in einem ersten Aufschlag gemacht, 2 Jahre, dankenswerterweise aufgrund einer Finanzierung dieser Studie vom Bundesfrauenministerium. Und das war sozusagen der Beginn. Ich habe dann auch über Kunden geforscht im EU-Zusammenhang, wo es stark darum ging, wie verhalten sich Kunden im Kontext von Menschenhandel, können die Menschenhandelsopfer erkennen, soll man verbieten oder soll man sie eher informieren und stärken als Kunden, indem wie sie sich verhalten, indem wie sie irgendwie reingehen, weil sie sind diejenigen, die eigentlich den direktesten Kontakt zu den Frauen haben, außerhalb dessen, was im Milieu abläuft, die vielleicht unter Umständen auch was mitbekommen könnten, am ehesten vielleicht noch, das war so ein EU-Projekt. Ich habe dann eben stark auch nochmal Straßenprostitution angeguckt in den Konflikten und bin gerade in einem Projekt, wo wir schauen, wie Menschenhandelsfälle überhaupt zu Fällen werden können. Weil jetzt gerade 3 Tage habe ich sogenannte Milieuaufklärer von der Polizei in Hamburg begleitet, in St. Georg, wo ganz viele bulgarische, ganz viele rumänische Frauen sind. Und habe sie bei der Arbeit begleitet und geschaut, wie sie das machen und wie sie überhaupt zu Erkenntnissen gelangen, wie sie den Kontakt zu den Frauen aufrechterhalten. Auch Polizei hat da inzwischen stark umgestellt, also oder sagen wir zumindest mal noch einen zweiten Bereich eingeführt, weil sie weggehen von der Repression, also weil sie sagen, es nutzt überhaupt nichts, organisierte Kriminalität mit diesen ganzen, ich sag mal, sehr repressiven Kontrollmaßnahmen, weil man überhaupt nicht an das ganze Geflecht und an das ganze Feld so rankommt und weil es eben auch ganz stark davon abhängt, dass man wirklich auch mit den Frauen Kontakt hat und eine Vertrauensbasis aufbaut, auch als Staatsmacht, als Gewaltmonopol, dass Frauen sich vielleicht wirklich auch irgendwann mal entscheiden, anzuzeigen. Interessant dort ist das Feld, und das ist das, was es, glaube ich, sehr, sehr schwierig macht, es ist viel Armut, es ist durchaus trotzdem eine Entscheidung, es ist immer die Frage, was ist freiwillig oder nicht freiwillig, es ist viel Beziehungsgewalt, häusliche Gewalt, es sind Partnerschaftszusammenhänge, wo es auch ganz, ganz schwierig ist. Wir kennen das auch aus, ich sag mal jetzt, Partnerschaften in unseren Feldern, wo es auch in, was weiß ich, Ehen, deutsch-deutschen Ehen, Schwierigkeiten gibt oder wenn dort Gewalt auftritt, wie schwer das ist, Frauen auch dort aus solchen Bindungen zu lösen und damit zu arbeiten. Das ist jetzt nicht unbedingt was Spezifisches, was die Prostitution dort kennzeichnet, sondern was die Strukturen, in denen auch die Frauen hierher kommen und in den Verbindungen, in denen sie leben, was es so schwierig macht, was wir aber auch gerne in einen Topf schmeißen, dann mit Prostitution, was aber mit der Prostitution erstmal so nichts zu tun hat. Dann gibt es den zweiten Punkt, das ist die Zuhälterei und dann nochmal in Abgrenzung zum Menschenhandel. Und das ist nicht einfach, das ist auch nicht einfach für Polizei. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir das auseinanderklamüsern, dass wir sagen, einfach auch mal feststellen können, dass dieser ganze Prostitutionsbereich so ein extrem vielfältiger ist in seinen ganzen Segmenten. Also ich sage jetzt mal vom wirklich gut geführten Domina-Studio, super gut geführten Bordellen, von Frauen selbst tätig geführte Wohnungsbordelle, wo sie sich zu viert was teilen und was gut einrichten und führen.
bis hin eben zur Straßenprostitution, wo aber auch da sehr selbstbewusste und selbstständige Frauen arbeiten können. Und bis hin zum Escort. Also auch ein Escort kann Ausbeutung und kann Menschenhandel vorliegen. Also das hat nicht unbedingt nur was mit den verschiedenen Segmenten innerhalb der Prostitution zu tun. Und es ist insofern, kann man schon sagen, es gibt viel auch in Einzelbereichen qualitative Erkenntnisse. Vielleicht müsste man sich wirklich mal daran machen, das stärker mal in einem Überblick zusammenzustellen und mal das, was eigentlich vorliegt, wirklich zusammenzupacken. Was tatsächlich fehlt, ist eine große quantitative Studie in der Befragung von Kunden und Prostituierten. Wir sind inzwischen dabei, so ein bisschen etwas anzudenken. Die Zugänge sind nicht so ganz einfach, womit man dann gleich schon beim nächsten Thema ist. Es ist tabuisiert bis heute, es ist ausgegrenzt. Es ist nicht so, dass uns das gängig ist, dass wir wissen würden, wie es dort abläuft. Und da bin ich vielleicht dann auch nochmal bei der Werthaltung, was sich bei mir sehr stark verändert hat über die Auseinandersetzung mit dem Kunden und auch über die Auseinandersetzung mit den Frauen, die in dem Bereich arbeiten, dass ich heute denke, dass es für uns als, ich sage jetzt mal, Frauen aus dem, ich sage jetzt im typischen soliden Bereich, wenn wir da drauf schauen, ganz, ganz schwer ist nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert, was wirklich in der Prostitution stattfindet. Weil es wird immer wieder, dass die Prostitution als solche, ja, als eine sehr machtvolle und gewalttätige fantasiert, was sie aber nicht ist. Also das Kunden-Prostituierten-Verhältnis in sich und an sich. Was passiert eigentlich, wenn der Kunde zur Prostituierten geht? Was ist das eigentlich, worüber wir reden? Und was wir da sozusagen auch regulieren wollen, was drumherum ist in diesen verschiedenen Segmenten. Und sich das anzuschauen, ist, war für mich auch eine richtige, schwere Übung. Ich sage mal methodisch auch von der Forscherin. Und es ist eine Geschichte, wo ich diesen Begriff der sexuellen Dienstleistung durchaus sehr, sehr klar benennen kann, weil es eben wirklich eine aktive sexuelle Leistung ist, die von den Frauen erfolgt. Und das Interessante ist, dass ich mich immer gefragt habe, was ist eigentlich das wahre Tabu? Das wahre Tabu ist, dass sozusagen das, was wir an heteronormativen Rollen haben, dort ein ganzes Stück halt nochmal anders inszeniert und aufgebrochen wird. Und es geht um Sexualität, es geht um Inszenierungen, es geht um sexuelle Fantasien, es geht um sexuelle Spielarten. Und die Frage ist, wenn wir jetzt von der Werthaltung ausgehen, wollen wir das sozusagen, wie weit wollen wir da rein regulieren und wie weit wollen wir das sozusagen auch fassen oder nicht fassen? Und ich finde, im zweiten Punkt kann man dann mal schauen, was gibt es für Gewerbeaufstellungen da drin? Was heißt das wirklich, wie sowas gefasst werden kann, wenn wir über Arbeitsstandards, Mindeststandards und die Ausgestaltung reden? Und das dritte ist sozusagen, sich dann auch anzugucken, was sind die Ausbeutungsbedingungen und was sind auch Gewaltverhältnisse da drin? Und ich denke, das muss ein bisschen auseinandergezogen werden, weil sonst kommen wir in Teufelsküche im Sinne auch, dass wir nicht im Sinne der Frauen agieren. Weil wenn wir diese Verbote machen, wenn wir diese ganzen Kontrollgeschichten wieder einziehen, drängen wir den Bereich wieder ins Dunkelfeld. Und die Ersten, die sozusagen die Frauen anmelden und alles rechtens machen, das werden genau die sein, die wir eigentlich damit kriegen wollen. Und das ist Unsinn. Das ist Unsinn, weil wir drangsalieren permanent die Frauen, die sowieso hochgradig stigmatisiert sind in diesem Bereich, mit diesen Auflagen. Und ich denke, es muss ganz, ganz gut überlegt werden, wie wir was da drin verbessern können. Und zwar im Sinne der Frauen, dass ihre Rechte gestärkt werden und dass man dann durchaus kontrollieren kann und soll. Das ist überhaupt nicht die Frage, aber man muss sich gut überlegen, was. Und das ist das, was ich denke, was wir vielleicht heute auch ein bisschen diskutieren können. Vielen Dank. Ich möchte mal ein bisschen noch ein paar Nachfragen. Ich gestattet als Moderator. Ich wäre bei Ihnen, Frau Probe. Das 2002 geschaffene Prostitutionsgesetz war ja eigentlich auch ein Produkt der Wohnbewegung. Das war das Ziel, dass Prostitution als Beruf anerkannt wird, war deshalb sozialversicherungspflichtig mit der Möglichkeit sogar, seinen Lohn einzuklagen. Wo sind die Schwächen in dem Gesetz Ihrer Meinung nach? Es wurde ja auch evaluiert vom Forscherteam aus Berlin. Vielleicht, glaube ich, wäre das noch zur Information. Also, was wurde damals falsch gemacht? Was war die Intention? Was waren die falschen Vorstellungen? Was können Sie dazu noch beitragen? Also, das Prostitutionsgesetz hatte eigentlich 2002 als Maßgabe, dass diese Sittenwidrigkeit fällt.
Also dass das wirklich fällt, um dann da dran entlang gehangelt Sachen auch zu verbessern und zu verändern. Und das ging, das haben Sie sozusagen geschafft über den Dreh, dass Sie das als ein, also dass Sie das als Angestelltenverhältnis durchdekliniert haben. Und ich glaube, das ist die Krux gewesen, weil Prostitution im Bereich der Prostitution arbeitet Frau. Frauen wie Männer, die arbeiten nicht als Angestellte. Das ist ein ganz, ganz selbstständiger und selbsttätiger Bereich. Das ist nicht etwas, wo Angestelltenverhältnisse wirklich vorherrschen. Und das ist, glaube ich, die große Krux gewesen, wo jetzt natürlich mal gesagt wird, das war irgendwie alles Unsinn, weil es gibt natürlich keine Angestellten, die gab es vorher nicht, gibt es heute nicht. Es ging auch nicht wirklich um die Angestellten, es war eher diese Geschichte, wie kriegen wir diese Sittenwidrigkeit vom Tisch. Und wenn man hätte weitergehen wollen, was das angeht, hätte es in den Bundesrat gemusst und da wäre alles gescheitert. Also von daher hat man sich so ein bisschen da auch kleiner das gestrickt. Und im Prinzip hätten folgen müssen, und das ist, steht bis heute aus, und das ist, glaube ich, die große, große Krux von meiner Meinung nach, nicht da auch der, wie sagt man, in der Hase begraben oder wie auch immer, im Pfeffer. Also das ist irgendwie ganz schwierig, weil... Es hätten Sachen folgen müssen in anderen Rechtsbereichen. Und da haben aber alle sich so ein bisschen zurückgezogen, weil das hat man sozusagen offen gelassen. Ja, das ist eine Ländersache, das können die Leute, die Einzelländer machen, wie sie möchten. Das ist, ja, das wurde alles nicht so wirklich festgelegt und eigentlich hat dann keiner was gemacht. Oder sagen wir mal, manche haben es versucht, es gab verschiedene Modelle auch, die waren dann aber eher Ausnahme. Die Geschichten, da wurde dann eher geguckt, wie das so funktioniert oder nicht, aber es gab keine weitere Gestaltung. Und das ist das, was uns heute eigentlich auf die Füße fällt. Weil der Punkt ist nicht, es muss nicht polizeilich geregelt werden, sondern es muss wie, da stecken wie alle anderen Sachen auch, man hätte das längst durchdeklinieren können. Dafür müssen aber Leute in den Verwaltungen das Thema in die Hand nehmen. Müssen sich mal hinsetzen und sagen, okay, wie sieht denn, wie müsste denn ein ordentlich geführtes Bordell aussehen? Also was ist denn, wie ist denn ein ordentlich geführtes Hotel? Wie ist denn, was gibt es denn für Standards bei Gaststätten? Und es ist nicht passiert, die Leute nehmen das Thema nicht auf. Es gibt viel Berührungsängste auch in Verwaltung. Es gibt viel Schwierigkeiten, glaube ich, auch intern in den Verwaltungen mit dem Thema überhaupt einen Blumentopf zu gewinnen und sich dessen anzunehmen und dann auch wirklich sachlich, fachlich sich Gedanken darüber zu machen, wie wollen wir das hier, wie können wir das gestalten in der Kommune? Wir brauchen eigentlich auch kein Sperrgebiet. Also wenn wir irgendwo was eröffnen wollen, wir haben Kernmischgebiete, wir haben ganz viele Handhabungen, die sowieso da sind und man hätte das einpflegen müssen in das, was sozusagen vorhanden ist und da hätte man sich mal richtig gut Gedanken machen müssen. Und ich denke, das ist die Krux an der Geschichte gewesen. Und ich weiß nicht, ob wir da jetzt nicht das Ganze wieder in Frieden hinten drehen mit dem Ansatz, den wir jetzt haben. So der Vorschlag. Frau Schlegel, Sie sind ja, derzeit besteht, glaube ich, großer Bedarf, dieses Gesetz zu novellieren. Und es soll heißen, Prostitutionsschutzgesetz. Wie ist Ihr Wurm vor 10 Jahren damals Fehler gemacht, dass man dieses kleine, dünne Gesetz gestrickt hat? Und Sie haben ja auch dafür plädiert, Gesetze sind eher dazu da, mal den Status quo zu beschreiben, sondern den Zustand, wo man hinkommen will. Und die Umsetzung wird auf Länder- und kommunaler Ebene durchgeführt. Aber eigentlich um den Punkt war ja jede Kommune sich selber überlassen, dieses Gesetz umzusetzen, weil eigentlich nichts geklärt war. Würden Sie dem zustimmen? Ja, also ich kann auch nur das bestätigen, was meine Vorrednerin gesagt hat, dass es also auf der einen Seite so ist, wenn ich es dann transferiere, wenn ich unser Staat ist ja ein Staat, der jetzt nicht in alle Bereiche hinein reglementieren möchte. Frau Hove hat ja wunderbar gesagt, dass sich Prostitution in ganz, ganz viele verschiedene Facetten aufteilt. Dass ich, wenn ich dann ein Gesetz machen müsste, dann müsste das wahrscheinlich sehr, sehr dick sein. Wenn ich aber sage als Staat, ich möchte nicht überall hinein reglementieren, dann kommt eben ein Gesetz raus, das auch sehr schwer umzusetzen ist oder wo dann die Länder oder auch die Kommunen sagen, ja, wie soll ich denn das jetzt machen, dann lasse ich es mal liegen. Und ich denke jetzt auch, wenn ich sehe, dass dieses Gesetz von 2002 dann 2007 zwar durchgeschaut worden ist auf seine Umsetzbarkeit, man ganz, ganz viele Mängel gesehen hat, es aber dann doch wieder hat liegen gelassen, dann kann ich nur sagen, es ist eigentlich schade, dass vielleicht auch, weil zu viele Leute Probleme haben,
dieses Thema, ich sage es jetzt mal einfach auch wieder tabuisiert, dieses Thema tatsächlich anzugehen. Und zwar eben nicht nur ganz oben in politischen Reden, sondern auch in der Umsetzbarkeit vor Ort, ob das jetzt Gesundheitsamt, Landratsamt oder Polizeibehörden sind. Und das, was ich im Moment erlebt habe, ist, dass genau diese Behörden oder viele dieser Behörden sich lauthals melden und sagen, ihr müsst uns aber auch helfen, dieses Gesetz so dann nicht bloß zu gestalten, sondern uns auch Hilfestellungen zu geben bei der Umsetzung, denn sonst haben wir eigentlich keine Chance, dann bleibt es eben auf dem Papier. Und deshalb denke ich, es muss ein Gesetz werden, das man in aller kürzester Zeit hoffentlich eben auch mit Frau Hobes und ähnlichen Personen immer wieder zu evaluieren und weiterzuschreiben. Also das würde ich mir eben auch wünschen. Das ist für mich so eine Bedingung, nicht nur jetzt quasi etwas gelöst zu haben nach dem Motto, wir haben unsere Aufgabe gemacht. Ich denke, das kann ich auch für nicht nur für den Koalitionspartner sagen, sondern eigentlich für uns alle, sondern dass wir ganz konsequent mit allen Kräften dranbleiben müssen, mit Ihnen als gesellschaftspolitisch engagierten Kräften, genauso eben aber auch mit den Behörden, die letztendlich an der Umsetzung und an der Kontrolle dran sind. Vielen Dank, Frau Brandt. Die Grünen waren damals auch maßgeblich beteiligt an dem Gesetz. Das war wirklich ein Wunsch in der Koalitionsvereinbarung damals. Wie betrachten Sie denn so im Nachhinein das Gesetz von 2002? Was sind die Schwächen? Und warum gibt es jetzt einen politischen Bedarf, ein neues Prostitutionsschutzgesetz, ich muss es noch so formulieren, das heißt nicht Prostitutionsgesetz, sondern Schutzgesetz, der soll da von mir geschützt werden? Ja, das ist immer die Frage, wer soll vor wem geschützt werden? Da hat bis jetzt die Regierung noch nicht so ganz klar darauf geantwortet. Vielleicht zu Ihrer Ausgangsfrage, wie sehen wir das Gesetz? Wir glauben auch, übrigens ähnlich, dass diese Hypothese des Angestelltenverhältnisses eines, die sich de facto in der Realität einfach nicht halten lässt und dass man deswegen auch umsteuern muss. Also bei uns sagt auch keiner, das ist wunderbar, wir brauchen nichts zu ändern. Ich glaube, dass wir einerseits, wenn wir den ganzen Aspekt Menschenhandel bekämpfen wollen, in Deutschland noch sehr viele Hausaufgaben haben. Sie haben es vorhin erwähnt, es gibt eine europäische Richtlinie gegen Menschenhandel, die Deutschland mittlerweile seit anderthalb Jahren hätte umsetzen müssen, aber immer noch nicht umgesetzt hat. Das ist, würde zum Beispiel einen Fortschritt bringen für Frauen, die bereit sind auszusagen. In Deutschland ist es so, dass sie noch während den Gerichtsverfahren geduldet sind, aber danach, egal wie das Verfahren ausgeht, wieder zurück in ihre Länder müssen. Das ist nicht unbedingt der Anreiz, auszusagen, wenn man weiß, man muss am Ende des Tages auf jeden Fall wieder in sein Land zurück, wo man ja auch dann als Loserin zurückkommt, weil man geht ja nicht unter der Voraussetzung, ich gehe als Opfer von Menschenhandel, sondern man geht ja häufig unter falschen Illusionen oder wird geraubt oder unterschiedlichste Gründe dafür. Und zum Beispiel dort sieht die Richtlinie auch vor, dass es eben über das Gerichtsverfahren hinaus ein Aufenthaltsrecht gibt. Das würde in Deutschland einiges ändern. Das ist auch einer der Gründe, warum wir das immer noch nicht umgesetzt haben. Also wenn wir etwas machen wollen, das ist eigentlich sozusagen schon EU-Recht. Wir setzen uns nicht um, wir beschweren uns immer über die Griechen, die Sachen nicht umsetzen. Auch die Sachen, die wir nicht mögen, setzen wir auch nicht immer gerne um. Also ich glaube, in diesem Bereich ist viel zu tun. Es gibt auch Europaratskonventionen, auch Istanbul-Konventionen gegen Gewalt an Frauen. Wir haben einiges noch nicht umgesetzt, wo eigentlich andere auch weiter sind. Wenn wir jetzt noch den Deutschen Aspekt sind, gucken, sind wir Grüne für ein Prostitutionsstättengesetz, auch eben im Sinne von, was muss denn dort eingehalten werden an Standards, an Kriterien, auch eben das, was ja häufig in der, sag ich mal, Talkshows kommt, ja, dass man eben leichter eine Frittenbude eröffnen kann, schwerer eine Frittenbude eröffnen kann als ein Bordell. Und natürlich gibt es die Fälle, wo Menschen, die auch schon vorbestraft waren, durchaus in dem Bereich dann trotzdem zum Beispiel ein Bordell nochmal wieder eröffnen konnten. Also da sind wir auch dafür, dass es eine Erlaubnispflicht gibt, dass es da auch eine Debatte gibt, noch mal ganz konkret über, was sind unsere Anforderungen. Da gibt es in ganz vielen eben einzelnen Gesetzesbereichen Vermieterprivilegien, also alles, was es da gibt, das ist die Frage vom Mietwucher, was da alles reinkommt, das kennen wir übrigens aus Mannheim auch ganz gut, ja, 300 Euro die Matratze, ich meine, das sind ja die Realitäten.
was ist da wirklich noch gesetzlich zu ändern? Wir glauben, da gibt es noch Verbesserungsbedarf. Und letztendlich brauchen wir eben auch wirklich einfach nicht nur Gesetze, sondern auch einfach auch Geld für die Beratung. Weil das wirklich auch eine Frage ist, gibt es Menschen, die diesen individuellen Kontakt aufbauen, die dieses Vertrauen gewinnen können, oder gibt es die nicht? Und wenn es die nicht gibt, helfen unserer Meinung nach die besten Gesetze nicht. Also das ist gerade in dem ganzen Bereich wirklich, wo es um organisierte Kriminalität geht, Menschenhandel, ist es extrem schwierig, dort sonst weiterzukommen. Von daher Gesetzesänderung eindeutig, Prostitutionsstättengesetz, Umsetzung endlich von EU-Recht, Verbesserung für jene, die eben bereit sind auszusagen, in einzelnen anderen Gesetzen auch noch Veränderungen und dann viel Geld für die Beratung. Das ist so unser Ansatz. Von daher stehen wir den Regierungsvorlagen, aber die hören wir jetzt vielleicht erst noch eher kritisch gegenüber, weil wir so manchmal das Gefühl haben, das hört sich vielleicht in der Theorie oder wenn wir jetzt hier so diskutieren ganz gut an, aber was ändert es denn wirklich vor Ort? Hilft es denn wirklich den Frauen? Und das ist einfach für uns eine zentrale Frage. Hilft es denn wirklich den betroffenen Frauen? Und wenn wir von ganz vielen unterschiedlichsten Akteurinnen hören, das hilft uns eigentlich nicht, dann sind wir erstmal sehr skeptisch. Vielen Dank, Frau Schneid. Sie probieren in Rheinland-Pfalz sich einen Überblick zu verschaffen über die dortige Lage. Wir haben es gewählt. Es ist schon ein bisschen seltsam. Baden-Württemberg gibt es in Stuttgart, Mannheim zwischen Freiburg, Kehl und Heilbronn Beratungsstellen. Schleswig-Holstein gibt es meines Wissens keinen. Ich bin mir ganz sicher, Rheinland-Pfalz war eine. Zeigt es auch ein Stück weit, wie ja auch den Punkt Beratung für Frauen in der Prostitution komplexes Thema ist und dass es vieles auf Länderebene und kommunaler Ebene eigentlich überlassen wurde, war wirklich auch nach Ihrer Ansicht nach, ist der Reformbedarf auch Ihrer Ansicht nach jetzt sehr groß? Ja. Also ich denke, genau weil es eben keine einheitlichen Regelungen im Konkreten gab, ist natürlich das auch landesspezifisch angegangen worden. Und da ist natürlich schon so eine Sache, ob ich mich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen möchte oder nicht. Und in Rheinland-Pfalz ist es in der Tat so, dass wir im Prinzip nur eine Beratungsstelle in Koblenz haben. Und ich weiß von vielen Kommunen, dass sie sich auch ein Stück weit alleine gelassen fühlen, weil sie nicht genau wissen, was braucht man denn tatsächlich vor Ort, um zu beraten. Und für mich ist eine Beratungsstelle das A und O. Ich glaube einfach auch der Ansatz, dass die Beratung bei den Gesundheitsämtern so mitgemacht werden kann, der kommt mir zu kurz, weil ich einfach glaube, es gibt, gerade auch wenn ich junge Frauen aus aus anderen Ländern habe, mit Migrationshintergrund, da ist es sprachliche Problem. Dann ist es überhaupt, es gibt keine rechtlichen Kenntnisse. Welche Rechte haben sie denn hier? Wie kann man sich wehren in verschiedenen Dingen? Dann kommt noch hinzu, dass sie meistens irgendwo dann schon auch diesen Druck eventuell über den Zuhälter oder über den Vermieter vielleicht auch haben, also in Zwängen noch sind, in Zwängen vielleicht auch mit der gesamten Situation. Und ich glaube, da braucht man eine vertrauensvolle Beratungsstelle, die dann, wie soll ich denn sagen, so allumfassend auch so auch die kleinsten Probleme nochmal aufgreifen kann und die Person in den Vordergrund setzt und dann wirklich Hilfe anbietet. Und deswegen ist unser Fokus natürlich auch wirklich auf den Beratungsstellen. Aber ich wollte gerne noch mal einen Satz zu der Erlaubnispflicht sagen. Ich glaube, dass es ohne diese Erlaubnispflicht für Bordelle und auch ohne einen Standard, den wir da zugrunde legen, wahrscheinlich auch in der Kontrolle bzw. eben auch in der Möglichkeit, den Frauen auch Sicherheit zu bieten, in der Ausübung, da wäre man nicht gerecht, wenn man das weglässt. Also für mich ist es unglaublich wichtig, oder für uns als CDU ist es unglaublich wichtig, dass man da schon Rahmenbedingungen schafft, dass eben Kontrolle stattfinden kann, dass es einen Mindeststandard gibt und dass man, dass die Polizei da auch noch Rechte hat, auch da im Prinzip mal zu kontrollieren und reinzugehen. Robert, das Gesetz sieht vor, eine Erlaubnispflicht für Bordelle. Das ist Punkt 1. Punkt 2, die Frauen sollen sich an- und abmelden. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Sie sehen ja auch, ja, kennen auch den Berufsverband sexueller Dienstleistungen. Macht sowas Sinn? Also nur eine hohe Stigmatisierung dieser Frauen
und dann werden Sie sozusagen verpflichtet, sich anzumelden. Ist das überhaupt praktikabel umsetzbar? Also was jetzt die Anmeldepflicht von den Frauen angeht, da gibt es aus dem ganzen Bereich eine sehr starke Kritik dran, weil es ist eine sehr starke Kontrollinstanz und es gibt eine große, große Befürchtung, dass das datenschutzrechtlich nicht richtig geregelt wird. Es ist hochgradig stigmatisiert, der Beruf und das Problem oder die Tätigkeit. Das Problem ist, dass es da halt auch viele Frauen gibt, die nebenher arbeiten, die in verschiedenen Bereichen arbeiten, die Kinder haben, die zur Schule gehen, die, was weiß ich, noch tätig sind, die natürlich auch ganz normal in ihrem gemeinen Leben, Nachbarn etc., die häufig ein Doppelleben führen, weil es eben so hochgradig stigmatisiert ist. Sie können sich das alle selber denken, wir tun es einmal so, als wären wir sehr viel liberaler und weiter als wir sind, aber wenn Sie Ihr Kind in den Kindergarten bringen und Sie wissen, die Frau, die neben Ihnen oder gerade mit Ihnen das Kind in den Kindergarten bringt, arbeitet als Sexarbeiterin, ich glaube. Ja, oder wenn Sie erfahren würden, dass die Lehrerin vielleicht nebenberuflich am Wochenende, was weiß ich, zu kommerziellen Sexpartys geht oder sowas, dann wird das alles irgendwie ziemlich schwierig. Also es ist nicht so, dass wir wirklich sagen könnten, da gehen wir so locker mit um, wir gehen da gar nicht locker mit um und es ist mindestens für die Frauen noch schwierig. Von daher haben wir große, große Befürchtungen, dass es nicht wirklich, dass es sozusagen die Stigmatisierung noch vergrößert und dass eben ganz viele Frauen sich nicht anmelden werden. Jetzt gar nicht mal die Menschenhandel sind, weil da wird sehr wahrscheinlich im Übrigen gerade dafür gesorgt, dass die ordentlich angemeldet sind, sondern eben die ganzen, die es eben gerade in ihrem Gemeinwesen nicht dann wirklich machen können, weil sie wirklich richtig Schiss haben. Und das mit gutem Grund. So. Und das heißt aber, Sie sind damit ja wieder in einem illegalen Bereich. Also Sie bewegen sich dann wieder in einem Bereich, wo das nicht, also ja, wo Sie im Prinzip einer Gesetzgebung nicht nachkommen. Das ist eine. Das zweite bei der Erlaubnispflicht, da gibt es schon auch nochmal Diskussionen und ich bin mir selber da nicht so ganz schlüssig, ob eine Anzeigepflicht nicht eigentlich ausreicht, weil man die genauso überprüfen muss und weil man da ja genauso auch Prüfungen vonstatten gehen lassen muss und man kann auch durchaus Etablissements schließen, wenn sie schon bestehen. Das würde auch heute schon gehen, das ist ja nicht in dem Sinne das Thema. Ich glaube, das große Problem an der Geschichte ist wirklich die Standards, also dass man sich überlegen muss, was braucht es denn? Ja? Ich meine, jetzt Feuerschutzgeschichten sind relativ schnell abgehandelt, Bausachen kommt drauf an, aber dann wird es ja schon ein bisschen problematisch und da muss man dann halt auch überlegen, was man wie mit was überzieht. Und es gibt natürlich auch so etwas, Sie kennen es sehr wahrscheinlich hier in Ihrem Bereich auch, dass Frauen alleine, zu zweit, zu dritt, zu viert in einer Wohnung arbeiten, was eigentlich unter das stille Gewerbe fällt, weil das ist alles auf Termin, da laufen jetzt nicht freier rum durch die Gegend, sondern das ist so ein bisschen so wie wenn man zum Arzt geht oder zum Rechtsanwalt, ähnliche Praxen, da geht man hin, da klingelt man, da geht man rein, das stört eigentlich auch die Nachbarn nicht, das ist in kleinen Gebieten durchaus zulässig. Das ist aber eine Riesendiskussion, wenn man das jetzt alles unter bordellartig betriebene Geschichten fasst und das mit einer einzigen Gesetzgebung überzieht, dann entzieht man sämtlichen Frauen, die wirklich selbstständig, gut geführt, eigenständig, selbstbestimmt in ihren Bordellwohnungen arbeiten, die Grundlage. Also man muss wirklich sich angucken, was man mit was da auch tut und verursacht. Und ich denke, man sollte das durchaus sich nochmal angucken in der Schichtung. Also natürlich sind Großbordelle, würde ich auch sagen, nur in Gewerbegebieten zulässig, weil da ist viel Verkehr hin und zu, das ist eine größere Geschichte, das ist auch laut, das ist so ein bisschen wie große Diskotheken. Aber da muss man dann auch überlegen, was heißt das dann? Also was heißt das für Großbordelle, was heißt das für Frauen, die eben im selbstständigen Bereich arbeiten, ab wann ist ein Bordell groß, ab wann nicht, was brauchen wir da überhaupt für Reglements? Und das müsste man, denke ich, schon durchaus auch als Gesetzgeber sich überlegen, auch wenn man jetzt vielleicht meint, das wäre zu kleinteilig, aber ich glaube, dass da Rahmenbedingungen notwendig wären, die man durchaus auch ein bisschen weiter fassen kann, aber das alles nur wieder den Ländern zu überlassen, halte ich für fatal oder den Kommunen. Das zweite ist, wer überprüft das? Und das ist das Riesending in der Prostitution, weil es immer alles Polizei macht. Und es ist super außergewöhnlich, sondergesetzmäßig,
Es ist nicht Aufgabe der Polizei. Es müssten Gewerbe- und Ordnungsämter machen und es müsste auch weg aus dem ganzen Polizeibereich. Das ist eine ganz unsägliche Struktur, die da drin hängt, weil Polizei natürlich auch noch ganz andere Aufgaben dem nachgehen muss. Die Diskussion geht ja so weit, dass jetzt im BKA überlegt wird, wie sie sozusagen ausbeuterische Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit, also Menschenhandel, feststellen können, ob sie nicht Indikatoren festlegen könnten, woran sie das festlegen. Ich meine, eigentlich ist es ja grandios, weil sie sich aufschwingen und jetzt irgendwie gegen die Arbeitsausbeutung vorgehen. Also ich wusste gar nicht, dass sie so linkssozial sind. Also dass sie sich jetzt überlegen, ab wann ist eine Prostituierte ausgebeutet, wenn sie so und so viel Geld abgeben muss, wenn sie nur so und so viel verdient. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie das nicht dann auch für den chinesischen Koch machen können und für die anderen ganzen Bereiche, wo wir den Menschenhandel haben. Was ist denn das für eine verdrehte Geschichte? Also es kann eigentlich doch nicht Polizei festlegen. Also da sind wir irgendwie an einer vollkommen falschen Adresse. Und das ist auch nicht ein polizeiliches Problem, sondern wir müssen das anders diskutieren und wir müssen im Prinzip in der Prostitution diese Geschichten da auch hin andocken, wo sie hingehören und nicht in diesem völlig strafverfolgenden, gefahrenabwehrenden Bereich von Polizei belassen. Frau Partner, Sie nicken dazu. Ist für Sie, was kritisieren Sie an dem neuen geplanten Gesetz? Ich wiederhole nochmal zur Information, Erlaubnispflicht für bordellartige Betriebe, An- und Abmelden von Prostituierten und strittig und offen sind noch folgende Punkte. Es ist Kondompflicht, auch hier die spannende Frage, wie will man das überhaupt kontrollieren. Anhebung des Mindestalters auf 18 oder 21 Jahre, regelmäßige Pflichtuntersuchungen und auch teilweise die Förderung, Bestrafung von Freiheit von Zwangsprostituierten. Was kritisieren Sie an den neuen Gesetzesvorschlägen? Erstmal vielleicht noch ganz kurz, wir sind übrigens auch, also Genehmigungspflicht, Erlaubnispflicht, Mastament, aber auch Überprüfung durch die Gewerbeämter, weil wir eben auch sagen, das ist erstmal deren Aufgabe. Und wenn es darum geht, was sind die Standards, dann müssen die natürlich auch sozial sein, aber auch Hygienestandards, und da gibt es dann eine ganze Reihe. Wir hatten dazu interessante Anhörungen, wo auch Vorschläge kamen aus von Frauen eben selber, die gesagt haben, das hielten wir für notwendig. Auch da übrigens die Frage von Kondompflicht oder Nichtpflicht, wo die gesagt haben, das wäre zum Beispiel uns sehr hilfreich, wenn in so einem Genehmigungsverfahren klar sein müsste, es müssen Kondome ausliegen und zwar ganz am Eingang und überall. Und dafür müsste auch der Betreiber zuständig sein und die müssen zum Einkaufspreis zur Verfügung stehen und nicht auch noch irgendwie überteuert und da muss der nicht noch Gewinn dran machen. Also das sind solche Sachen, die wir hören, wo die sagen, das würde uns wirklich helfen. Ja? Also wenn das, wo wir denken, das wären ja konkrete Punkte, die man aufnehmen kann. Wir halten nicht sehr viel von der Altersanhebung von 18 auf 21, weil wir nicht davon überzeugt sind, dass man damit wirklich die jungen Frauen in dieser Altersabschnitt dadurch denen helfen kann, sondern sie eben kriminalisiert und dadurch diesen Zugang, von dem wir die ganze Zeit übersprechen, noch wesentlich erschwert. Und wir eben aber glauben, wenn, dann muss man gerade jeden Jungfrauen besonders stark helfen und darf sie nicht besonders extra eben kriminalisieren, weil es wird einfach den Frauen in dieser Altersstufe auch nicht gerecht. Denn die Frage mit Kondompflicht, ich finde, ist übrigens nicht, dass es eine Frage der Überprüfbarkeit ist. Wir haben viele Gesetze, die sich in dem Sinne nicht sofort überprüfen lassen, wie auch Vergewaltigung der Ehe, haben am Anfang immer alle gesagt, kann man nicht überprüfen. Deswegen finde ich, ist das nicht das Hauptargument, also finde ich zumindest, wo ich sage, naja gut, dann hätte man vieles noch nicht verabschieden können, außer bei den meisten Sexualpraktiken kann man es noch Stunden danach relativ leicht überprüfen, sage ich jetzt auch nur so am Rande, nicht bei allen. Und die Frage ist sozusagen, ob es eine Möglichkeit gibt, die nicht eben die Frauen wieder kriminalisiert. Also ob, sozusagen an wem wird das festgemacht? In Bayern hat es eher dazu geführt, wo es ja eine Art gibt, ja, da wird es ja schon umgesetzt, dass das eben wieder an den Frauen hängen bleibt. Und da sagen wir, das kann es nicht sein. Und wenn, dann ist es eine Pflicht für die Freier und dann darf sie eben auch nicht dazu führen, dass sie am Ende die Frauen wieder kriminalisiert. Und da sind wir am Schauen, ob es irgendwelche Modelle gibt, die hilfreich sein können. Bis jetzt haben wir noch keins gefunden. Wir sind da in dem Sinne offen. Wir haben als Fraktionen da auch hart gerungen bei dem Thema und haben gesagt, wir sind auf jeden Fall gegen jegliche Kondompflicht, die
die Prostituierten kriminalisiert. Und wenn jemand eine ganz tolle Möglichkeit hat, dann werden wir da offen bis jetzt sagen, wir sie noch nicht gesehen. Und Bayern hat uns zumindest noch nicht überzeugt. Und die Pflichtuntersuchungen, die gab es ja schon mal in Deutschland. Das war ja auch etwas, was dann abgeschafft wurde, die Zwangsuntersuchungen, weil man gemerkt hat, dass es nicht hilft oder nichts weiter voranbringt. Und wir sind eigentlich der Meinung, dass wenn man mal auf Erfahrungen basiert etwas abgeschafft hat, dass man dann eigentlich auch sich eingestehen sollte, dass es nicht unbedingt gleich nochmal hilft, das nochmal zu probieren. Und das auch übrigens in den Ländern, wo es stärker reguliert wird, gerade der Gesundheitsbereich einer ist, wo man sagt, da muss wirklich freiwillig auch bleiben, da kann man daran arbeiten, damit der genutzt wird, weil unser Ziel ist ja, dass es wirklich genutzt wird. Da ist dann die Frage, die Kosten, ja, also wer trägt welche Kosten, wie ist die Gesundheitsversicherung oder der Zugang zu Krankenversicherungen, der nämlich wirklich noch problematisch ist, wo wir sagen, da muss man ansetzen, dann, dass es die Versicherungen, also dass man wirklich krankenversichert ist, das ist auch die Frage ist, welche niedrigschwelligen Angebote gibt es überhaupt, da werden wir wieder beim Thema Gesundheit und Beratung, und wo wir sagen, solange wir überhaupt noch gar nicht so Beratungsstellen und alles haben, brauchen wir überhaupt gar keine Pflicht zu reden. Also erstmal die Möglichkeit, Angebote soweit ausbauen. Bis jetzt können ja selbst jene, die es in Anspruch nehmen wollen, es meistens gar nicht tun, weil es gar keine Beratungsstellen gibt. Und in so einer Situation dann über die Pflicht zu sprechen, dass sie bei irgendeinem Arzt vorbeigehen müssen, der dann irgendwie einmal kurz tickt, da glauben wir dann auch eher, dass der, sag ich mal, Menschenhändler, der im Hintergrund steht, es wunderbar schafft, seine Frau da durchzuschleifen, ja, und die dann irgendwie schön nicken, sich einmal untersuchen lassen und vielleicht diejenigen nicht kommen, die eben vielleicht gar nicht den Sinn eigentlich erreichen, also die man damit fischen will, ja. Danke. Vielleicht noch abschließend, bevor ich dann wirklich auch Sie auffordern möchte, sich an die Diskussion zu beteiligen, Frau Schwegel. Man hat ja eine Meinung zur Prostitution auf der einen Seite, Sie haben vorhin den Hannibal-Bericht erwähnt, das ist eigentlich eine Empfehlung der EU an die Länder, Prostitution einzudämmen, auch freie Bestrafung einzuführen, nicht die Prostituierten, sondern freie Bestrafung, Sie haben es erwähnt, aber Sie haben ja bestimmt auch gelernt, Kompromisse einzugehen. Und das Gesetz wird ja, denke ich, auch drin werden. Nochmal, Erlaubnispflicht, An- und Ummeldung, Pflichtuntersuchung, Kondompflicht, Erhöhung des Mindestalters auf 18 bis 21 Jahre und Bestrafung von Freiern. Wo verorten Sie sich, beziehungsweise in Ihrer Partei in der Zeit? Mikrofon. Ja. Gut. Nee, ich habe ja schon Angst. Also ich denke jetzt nochmal, die große Schwierigkeit ist im Moment für mich auch immer noch nicht ersichtlich, wo ich zwischen legaler und illegaler Prostitution tatsächlich eine klare Linie habe, zu sagen, ja, wir denken daran, das haben wir ja in vielen Bereichen vorher auch gemerkt, also Frau Hubing, nochmal herzlichen Dank auch für diese dezidierte Aufstellung. Wenn ich, sagen wir mal, Gelegenheitswochenendprostituierte bin, soll ich mich anmelden, soll ich mich nicht anmelden? Ich bin dann in der Regel ja eigentlich krankenversichert über meinen normalen Job. Was brauche ich denn da tatsächlich noch, eine weitere Gesundheitsuntersuchung? Das sind ja alles so Dinge, wo ich dann tatsächlich gucken muss nochmal auf diesen Markt, aus welchen Facetten besteht der und für wen. Ich kann nicht alle diese, also von der illegalen Prostituierten bis zu derjenigen, die ihr Taschengeld aufbessert, sagen, wie will ich das dann auch tatsächlich anmelden? Soll ich anmelden, soll ich nicht anmelden? Wo soll ich anmelden? Was soll ich eigentlich anmelden? Ich denke, das ist auch noch für mich etwas, wo wir sehr stark drauf gucken müssen, dass wir nicht ein Gesetz machen, das nachher wirklich unmöglich ist, auch tatsächlich umzusetzen. Soll ich mich bei der Gemeinde anmelden, dann sagen natürlich viele, ja, gerade in meiner kleinen Gemeinde kennt mich ja jeder und ob die auf dem Meldeamt dann so stillhält, weiß ich nicht. Soll ich mich bei der Polizei, soll ich mich, ich sage jetzt mal, in ländlichen Bereichen eher dann auf dem Landratsamt oder beim Gesundheitsamt oder bei der Polizei, wo auch immer anmelden, auch das ist noch eine heiße Diskussion, wo ich auch denke, man darf solche Gesetze, sag ich mal vorsichtig, nicht nur aus der Berliner Sicht aus machen, sondern man muss ja eben tatsächlich auch das flache Land sehen. Also ich komme zwar aus Stuttgart, wohne aber jetzt im absolut ländlichen Raum. Das ist für mich auch noch so ein absolut offener Punkt. Zu diesen vier angesprochenen Punkten Kondompflicht, ich sehe das
zwar eine schöne Empfehlung an, aber ich sehe, dass es nicht praktikabel ist, irgendwo umzusetzen oder zu kontrollieren. Es wäre natürlich eine Hilfestellung für Frauen zu sagen, ich habe da was in der Hand, also wo ich dann zu meinem Freier möglicherweise sagen kann, es geht nicht, da gibt es einfach eine Pflicht, ich muss dieser Pflicht nachkommen. Aber wie machen Sie das in dem konkreten Moment? Sie ist 1,50 groß, er 2 Meter groß und so weiter und so fort. Also ich sehe da einfach ganz, ganz große Schwierigkeiten. Ich denke, für mich wäre es in der Kombination, wie es auch Frau Brandt noch vorher erwähnt hat, zu sagen, wir haben gute Beratungsangebote, die eben auch Untersuchungsmöglichkeiten ergeben, die niederschwellig sind, wo ich dann auch meine Probleme ansprechen kann, wo ich sozusagen in Grenzbereiche komme, dass ich eine Kondompflicht quasi nicht durchsetzen kann. Also von daher gesehen, denke ich, in diesem Gesetz muss absolut verankert sein, dass wir eine sehr viel bessere Beratungsarbeit und auch eine flächendeckendere Beratungsarbeit haben. Das hat mit viel Geld zu tun, da muss man dann natürlich auch den Herrn Finanzminister davon überzeugen. Zum Thema Anhebung des Mindestalters von 18 auf 21, das halte ich jetzt als kleinerer Koalitionspartner auch nicht für sinnvoll, denn wenn ich zum Beispiel denke, also zumindest eine der wenigen Zahlen, die vielleicht haltbarer ist, dass viele der Prostituierten Gewalterfahrungen möglicherweise als Kinder und Jugendliche schon gemacht haben und dann zu sagen, ich schütze jetzt irgendwelche jungen Menschen, wenn ich das Alter von 18 auf 21 anhebe, ich denke jetzt, da gehen wir auch an den bundesrepublikanischen Realitäten vorbei, wenn wir erwachsen sind mit 18 und da alles dürfen oder zumindest volljährig, dann kann ich vielleicht, was Pilot sein anbelangt, irgendwas verändern, aber ich halte es einfach für schwierig, diese Diskussion Mindestalter zu erhöhen. Das sieht meine Fraktion absolut genauso. Zu den Themen Standards, und ich brauche erstmal Standards auch für diese verschiedenen Bereiche der Prostitution. Wie will ich Escort-Services standardisieren, wie will ich Bordelle standardisieren? Ich denke, das ist eine große Aufgabe, die eigentlich mit der Gesetzwerdung auch diskutiert werden muss. Ich muss dann auch überlegen, wen schule ich, der dann was überprüft. Also auch, selbst wenn ich jetzt ein Gesetz mache, darf ich nicht ganz außer Acht lassen, wie kann es dann auch umgesetzt werden. Ich denke, es ist auch ein Zusammentragen derer, und das ist nicht so ganz leicht, die da an diesem Gesetz letztendlich mitwirken, selbst wenn das Familienministerium sozusagen federführend ist, sind eben auch Gesundheitsinnenministerium, Justizministerium und auch das Arbeits- und Sozialministerium mit dran beteiligt. Und da sieht man schon, wie gar nicht so einfach das letztendlich auch sein wird. Für mich der wichtigste Punkt ist nochmal zu sagen, wenn wir tatsächlich ein Prostitutionsschutzgesetz auf den Weg bringen, das soll dann zuständig sein für die legale Prostitution oder für Menschen, die dann eben auch ihr Geld über legale Prostitution verdienen. Illegale Prostitution muss weiterhin auch bestraft werden können. Und in dem Sinn denke ich auch, wenn wir tatsächlich zwar keine nordischen, aber vielleicht in Anklängen an andere Länder auch Wege gehen wollen, sexuelle Ausbeutung und deshalb auch Illegalität zu bestrafen, müssen wir uns an eine freie Bestrafung letztendlich, müssen wir uns auf den Weg machen, an eine freie Bestrafung zu denken. Ich denke jetzt nicht, dass Frauen bestraft werden sollen, die illegal eben auch zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung hier häufig auch ins Land gebracht worden sind, sondern dann tatsächlich auch die Nachfrage, an die Nachfragenden rangehen. Und da wird es mich natürlich nicht heute Abend, aber im weiteren Verlauf schon auch interessieren, was die Studien von Ihnen zur Kundenbefragung so alles gegeben haben. Schöne Überleitung nochmal an Frau Rose, Sie hat sich ja kurz gemeldet. Ja. Ich habe zwei Punkte noch vergessen. Ich wollte noch auf, vielleicht dann den dritten ganz kurz dazu nehmen. Also wegen dem, als wir die Diskussion jetzt hatten mit der Beratung. Also ich wollte nochmal darauf hinweisen, was ich jetzt auch nochmal sehr, sehr beeindruckend fand, in Hamburg oder was da ja auch immer wieder ganz viele Erfahrungen sind. Die Frauen sind ja nicht komplett irgendwie diese Satelliten irgendwo, sondern da sind ja ganz viele Leute drumherum. Das heißt, es gibt Kolleginnen
die drumherum sind. Es gibt Wirtschafter, Betreiber, es gibt ja auch Strukturen innerhalb von den verschiedenen Etablissements. Und da gibt es auch solche und solche. Und es gibt halt auch noch die Kunden, die Freier und die dort sind. Und es ist jetzt auch in Hamburg immer mal wieder passiert, dass halt auch Kolleginnen gesagt haben, der geht es irgendwie nicht gut, da stimmt irgendwas nicht. Oder wo dann auch Polizei dann mal einer Beratungsstelle sagt, guck doch mal auf die Frau, wir kommen nicht so ganz an sie ran, irgendwas stimmt da nicht oder so. Oder dass Frauen auch von Freiern zu Beratungsstellen gebracht werden. Oder auch Wirtschafter und Betreiber Frauen was an die Hand geben. Oder sagen, geh da mal hin oder guck, schau doch mal. Also es gibt ja auch Netzwerke drumherum. Und es ist halt die Frage, ob man nicht einfach über eine Stärkung von einer, ich sag mal, Normalisierung, schon einer Reglementierung durchaus, auch wo Kontrolle da ist, aber da nicht auch hilfreicher wäre unter Umständen für Frauen, die in ganz schwierigen und zum Teil auch unter Umständen gewaltvollen Beziehungen sind. Was auch interessant ist, ist, dass bei vielen Bordellen die Wirtschafter und die Betreiber zum Beispiel den Leuten hinten dran, also auch zum Teil Menschen hinten dran, den Zutritt verwehren und Frauen dann innerhalb der Bordelle relativ Ruhe haben. Es gibt auch ruhige Räume innerhalb der Bordelle, es gibt zum Teil auch Kantinen und Austausch auch unter Kollegen. Es ist ganz wichtig, dass die Frauen da auch Zugänge haben, weil sie da auch eingewiesen werden, beziehungsweise auch, auch über Arbeit und wie man arbeitet sprechen kann. Und da komme ich jetzt nochmal auf eine ganz andere Ebene von Beratung. Es gibt ja durchaus auch Beratungsstellen, das ist immer so ein bisschen schwieriger Begriff, es nennt sich Einstiegsberatung, da zuckt immer alles. Der Punkt ist nur der, es gibt bei Madonna, die das machen, die haben es mal ausgewertet, 70% der Frauen, die bevor sie überhaupt zur Prostitution gehen, sich eine Beratung holen und sagen und sich mal wirklich fundiert beraten lassen, was ist das eigentlich, was ist das für ein Job, was heißt das, was brauche ich da, wie sieht das aus, wie viel kann ich da verdienen, was gibt es da für Möglichkeiten, 70% machen es hinterher nicht. Und ich finde, das ist eine ziemlich hohe Zahl. Also es ist ja eine Sache, wo man sagen kann, es ist auch eigentlich besser, wenn diese Frauen sich vorher irgendwie gut fundiert erkundigen, wie das überhaupt aussieht in dem Bereich und dann irgendwie für sich überlegen, na, das ist vielleicht doch nicht so richtig was für mich, weil das eben andere Fähigkeiten, Kompetenzen, auch andere Herangehensweisen bedarf, als das, was ich mitbringe. Und ich fand das nochmal, das wollte ich nochmal einbringen, also das ist auch nochmal etwas, also nicht nur abzustellen auf jetzt, ich sag mal, Opferberatungsstellen, in Anführungsstrichen, weil das ist sozusagen, da ist auch schon alles in den Brunnen gefallen und es ist wenig begleitend, also auch wenig empowernd, wenig ermächtigend in dem, wie die Frauen auch vielleicht auch arbeiten möchten oder wie sie irgendwie auch vorangehen wollten. Das wollte ich nochmal sagen. Dann zum Gesundheitsbereich, Freiwilligkeit, Anonymität ist extrem wichtig. Also dass die Frauen anonym wirklich sich untersuchen lassen können, das kostenlos in Anspruch nehmen können, das wird hoch in Anspruch genommen, gerade auch von Frauen, die eben wirklich auch in schwierigen Situationen sind. Wenn man das jetzt zur Pflicht macht, glaube ich, wird es ganz, ganz schwierig, insbesondere auch für die Frauen, die da eben auch unter erhöhtem Druck stehen. Und vielleicht nochmal was zu den Freiern. Also es gibt eine qualitative Studie, die schon ein bisschen länger her ist, im Rahmen von AIDS, der AIDS-Problematik damals entstand. Wenn man sich die Freier anguckt und sie sieht, auch in den verschiedenen Etablissements und auch die Frauen dazu befragt, ich sage mal von 18 bis 85, die Hälfte ist verheiratet oder verpartnert, der Bildungsstand ist dem entsprechend, was sonst irgendwie der allgemeine Bildungsstand ist. Man kann sogar fast sagen, einen Ticken mehr Bildung, wobei wir immer davon ausgehen, dass sich eher die gebildeter sind, für die Interviews melden. Das ist nicht daran nicht, dass wirklich mehr Bildungsbürger zu Prostituierten gehen. Also das ist sogar noch sehr zu überprüfen, weil es gibt ja die quantitativen Studien nicht. Und sie sind ja nicht aus der Welt. Also auch die Freien und die Kunden sind jedermann. Es ist so. Und es gibt unterschiedliche prozentuale Schichten. Man geht davon aus, dass 80% der Männer mal gucken geht, aus Neugierde, aber dass Freier, die regelmäßiger zu Prostituierten gehen, ist um die 20% sind plus minus. Das sind aber alles nur geschätzte Zahlen. Die sind nicht aus der Welt, die wissen auch Bescheid, die erkundigen sich, die wissen über die ganzen Diskussionen, die machen sich Gedanken über den Menschenhandel, die machen sich auch Gedanken, woran kann ich das vielleicht erkennen oder nicht erkennen. Die sind durchaus auch in den Bordellen unterwegs. Sie sind aber auch zum Teil mit den ganzen Mythen und Legenden genauso behaftet wie wir auch.
Und diejenigen Freier, die Frauen wirklich helfen und wo Frauen unter Umständen sich auch öffnen, sind dann eher die Stammfreier. Das ist aber ein Problem. Also wenn wir eine Freierbestrafung einführen, also ist ja schwierig. Also wenn ich jetzt ein Stammfreier bin von einer Frau, muss ich dann nach einer Zeit herausstellen, dass sie irgendwie unter ziemlich beschissenen Bedingungen arbeitet. Bin ich dann nicht eigentlich, habe ich mich dann nicht schon strafbar gemacht? Also wäre es nicht sinnvoll, und das war das Ergebnis, um es ganz kurz zu sagen, also auch, wir haben es in Griechenland durchgeführt, in Zypern, in verschiedenen europäischen Staaten, lange darüber diskutiert, weil wir das Ergebnis selber doch etwas überraschend fanden, dass wir eigentlich viel stärker den Ansatz haben müssen, genauso wie im Gesundheitsbereich, auch mit den Kondomprävention. In der Aids-Hilfe sagt man auch, also Verbote helfen gar nichts. Wirklich Aufklärung, Information, Stärkung, Prävention, Ansprechstellen, auch für Kunden. Und die in ihrem Kundenselbstverständnis sozusagen da abzuholen und nicht in einem Verbot, weil das sind die, auch die relativ nah an den Frauen dran sind. Das vielleicht mal in der Kürze. Vielen Dank. Ja, jetzt haben Sie viele Meinungen gehört.